So, fröhliches Schwitzen, liebe Leute, denn es ist wirklich der heißeste Tag, den ich je erlebt habe hier. Aber, was soll's, es muss mal wieder weitergemacht werden. Ehrlich, das Thermometer zeigt 36 Grad, obwohl mir persönlich kommt viel wärmer vor. Glaube ich. Aber der gute Wilbur, dem stört's natürlich nicht, der hat wahrscheinlich schöne 26 Grad, aber was soll's. Jetzt müssen wir jedenfalls einen Haufen Gold noch beschaffen, damit er endlich zum Magierlehrling wird. Hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Ja, und hier ist auch der große Wupperbahn. Eine Kristallkugel. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Na, garantiert nicht, denn sonst wäre er kein Schausteller. Aber großes Wohnwagen da. Ui. Der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Ah, ist bestimmt nicht billig gewesen. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Ja, ist wahrscheinlich der Herkules unter den Ponys hier. Ein haariges Etwas, okay, was ist das denn? Jedenfalls atmet es. Ein Käfig mit Haaren? Hm, hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ui. Das soll ein Hamster sein? Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Ich glaube, das ist gar kein Hamster, denn... Naja, wie viel müsste ein Hamster essen, um so groß zu sein? Mal ehrlich. Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Okay. Ihr könnt mich ja ruhig korrigieren, aber wenn das Tier unsichtbar ist, wo will man dann wissen, dass es pink ist? Siggi geht es gut, denke ich. Okay. Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge... Naja, was Tauben halt so hinterlassen. Scheiße. Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Okay. Na gut, dann reden wir mal mit dem guten Schausteller. Dem großartigen Wuppermann. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Nanu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohl ein junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat. Aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meine kleine Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Cool. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Oh, gute Frage. Genau, ganz recht, Gold her. Und wenn es so wäre? Dann müsste ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich über erstaunliche Fähigkeiten verfüge. Ich könnte dich hypnotisieren und dir weismachen, du seist ein gegarianischer Mudifrosch. Ich will sie ja gar nicht ausrauben. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So, so. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Okay, ich kaufe ein E. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer.
Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Das klingt eher nach psychologischen Tricks. Denn wenn er allen sagt, grün wird die nächste Farbe sein, dann alle grün tragen, dann... Naja. Was weiß ich denn schon von Mode? Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Ui, unheimlich. Also komm. Wohl eher bescheuert, aber na gut. Pokus, Pokus. Ich sehe. Na, was die ist das? Zukunft. Ach echt. Was willst du wissen? Was wird heute noch alles geschehen? Was wird der Tag bringen? Ich sehe Dunkelheit. Oh oh. Der Tag wird damit enden. Ach so. Das hätte ich auch vorhersagen können. Du wirst heute noch Glücksrad spielen. Und wenn du es tust, wirst du dich fragen, ob du es auch ohne meine Vorhersage getan hättest. Möchtest du mehr wissen? Natürlich. Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Ja, ja. Trotzdem danke. Das war sehr... interessant. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Okay. Mal schauen, was könnten wir denn hier so machen? Ach, reden wir nochmal mit ihm. Der Schausteller trägt seltsame Kleidung. Die faltige Haut erzählt von einem Leben im Freien. Die Lachfalten zeugen von Humor. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Mal schauen. Diese Käfige, was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Ja, stimmt irgendwie. Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Na, ja, ich denke mal die Beine. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Sieht ganz normal aus. Ah. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Na dann, versuchen wir es doch. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ja, ja, natürlich. Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Haben Sie es schon mal gesehen? Das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass es rosa ist. Die rosafarbenen trifft man am häufigsten an. Wie können sie überhaupt eine Farbe haben und unsichtbar sein? Die Zoologen sind sich darüber noch nicht im Klaren. Noch ist es ein Mysterium, könnte man sagen. Na, wie nett. Schon ist man etwas schlauer. Okay, Wuppermännchen. Schauen wir mal, ob er jetzt wirklich wahrsagen kann.
Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Ohm. Ohm. Das sieht schon mal anders aus. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann. Hallo. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? War das die Antwort auf meine Frage? Ja. Können Sie auch sprechen? Nö. Also gut. Okay, werden wir den Erzmagier treffen? Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nö. Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Nee. Interessant. Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Ja. Werde ich verletzt? Ja. Werde ich sterben? Na logisch. Ja. Dann sagen Sie mir... Ach, schade. Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Na toll. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Ja, und das brauchen wir auch beim Glücksrad, denn man weiß ja, nur so kann man den Haufen Gold kriegen, also... Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Müssen wir mal wieder schummeln. Aber erst mal für das Glücksrad spielen. Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Denn der gute Wilbur muss ja erst mal wissen, wie die Regeln sind. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Okay, ich sag Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Wollte schon sagen. Ah, das war leider völlig daneben. Ach, schade. Willst du es doch einmal versuchen? Nee, noch nicht. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Ja, noch. Du kannst es gern später nochmal probieren. Noch ist es so gering. Aber mit Rot war ich doch schon fast richtig. Ah, na gut. Reden wir erstmal mit Puppermännchen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Natürlich die Zukunft. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Ja, mach etwas schneller, bitte. Danke. Er ist wieder in Trance. Suppi. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. Super. Okay. Ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Also eines von beiden. Das hilft mir weiter. Nee. Aber auf dem Rad ist die Farbe schon. Ich bin gut in sowas. Nee. Okay, das war schon eine Pleite. Nochmal bitte. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Ja, ich überspringe das jetzt mal. Er ist wieder in Trance. Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. Okay, ist es blau oder gelb? Ist es blau oder gelb?
Okay. Es ist gelb. Ist es gelb? Okay, dann ist das erste blau. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es gelb oder rot? Ist es rot? Also blau und rot. Kommen wir zur nächsten Runde. Blau und rot. Ist es gelb oder rot? Okay. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Also blau, rot und das dritte wäre grün oder blau. Können wir noch eine Runde Glück? Ja, wir überspringen das jetzt mal, bevor ich die Farben wieder vergesse. So. Welche Farbe? Erstmal blau, mein Freund. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Und... Juhu! Hervorragend! Du hast richtig getippt! Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Welche Farbe willst du?